Das geht auf jeden Fall immer und damit willkommen zu einer Folge Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Ich meine natürlich nicht Squadbusters, müsst ihr selber wissen, ob er euch das runterladet oder nicht und ob er es dann wirklich spielt. Ich finde das Spiel komisch. Aber was geht eigentlich immer? Eigentlich geht immer, ich höre gerade die Müll. Ich habe mich gerade gewundert, dass hier so ein komisches Geräusch ist, aber der Müll wird gerade abgeholt. Und was geht eigentlich immer? Also streng genommen geht immer im Rathaus 11-Bereich, 12-Bereich, 13-Bereich. Im 14 kann ich es euch im Moment nicht sagen. Ich habe im Moment keinen 14er, aber 15 und 16 geht es auch. Und zwar geht es um den Lupenreihen Hybrid. Ich nenne ihn mal immer so, Lupenreihen Hybrid. Eigentlich ein bisschen wenig Magier, vielleicht ein bisschen zu viel Heiler, ein bisschen zu viel Mauerbrecher. Je nachdem, eine Karre solltet ihr auf jeden Fall immer mitnehmen. Ich favorisiere da immer die Kaserne, weil man halt nochmal einen Packer mit dabei hat, ein paar Magier dahinter und dann kommen noch ein paar stärkere Hogrider da raus. Die nehmen wir mal mit und ich mache mal wieder mit euch ein paar Live-Angriffe. Ich hoffe, das passt euch ganz gut. Aber hier unten dieser Punkt hier, wenn ihr da rauf geht, dann kommt ihr nur in den Shop bzw. in den App Store oder halt in den Google Play Store. Ich glaube, es wird auf Google und auf Apple oder im App Store verfügbar sein. Ab 29. Man konnte sich vorregistrieren und irgendwo ist hier auch so eine Ladder. Habe ich gesehen. Hier gibt es also Ingame-Sachen, was das auch immer ist. Man kann es nicht klicken, aber okay, das ist das. Halt, das ist das, das, das. Das ist das, das, das. Also irgendwie, ich weiß gar nicht, ob man Squadbuster spielen muss oder ob man, Clash of Clans spielen muss. Ist aber, glaube ich, auch egal. Es ist auf jeden Fall Release. Es ist ein neues Supercell-Spiel. Mal sehen, ob wir das mal irgendwann mit in die Streams einbauen. Aber wir wollen hier erstmal Clan-Angriffe machen. Es sind noch Clan-Spiele. 667. Ich glaube, ihr habt es jetzt verstanden. Ihr seht, ich habe das auch nicht mit jedem Account gemacht. Und hier gibt es aber im Moment nichts, wo ich mir ein paar Punkte einheimsen kann, weil ich im Clan-Krieg angreifen möchte. Im Clan-Krieg sieht es eigentlich ganz gut aus, muss ich sagen. Hier bei Totus Bande suchen wir nach wie vor Nachwuchs. Also Nachwuchsspielerinnen 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 zur Liga dann natürlich auch. Denn wir sind im Moment gar nicht mal so viele Leute. Ich muss mal eben so ein bisschen Eigenwerbung machen. 23 von 50, das ist nicht viel. Wir kriegen aber immerhin ein 10er CK zusammen. Allerdings von den 10er CK, muss ich auch ehrlich sagen, sind im Moment 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 von mir dabei. Also das ist fast mein alleiniger CK, aber egal. Wir gehen hier rein auf die Elver, denn ich habe mit Farnsworth hier leider eine Nullnummer gemacht. Witzigerweise auf die bessere Base habe ich 2 Sterne geholt mit dem 10er, aber mehr war auch nicht drin. Wir gehen mal rein. Was macht man eigentlich bei so einem Hybrid? Ich meine, man checkt erstmal die Clanburg. Das checkt man nicht nur beim Hybrid, sondern auch bei anderen Angriffen. Wir sehen 0 von 35. Das ist natürlich sehr, sehr schick. Das heißt, du brauchst dich nicht um irgendwelche Clanburg-Truppen zu kümmern oder was auch immer. Das ist aber je nach Gegner unterschiedlich. Und ich habe immer ganz gerne, muss ich ehrlich dazu sagen, wenn ich die Queen bekomme, die ist hier allerdings. Und wenn ich natürlich den Adler bekomme, bekomme ich das nicht. Adler Artillerie 1 ist jetzt auch nicht so stark. Die Wardenstatue da mit 17 ist auf jeden Fall schon mal ein bisschen stärker. Ich würde hier unten trotzdem ganz gerne reingehen am Labor, beziehungsweise hier bei dem Armeelager, bei der dunklen Kaserne. Und dann gucken wir mal, wie weit wir kommen. Und dann schicken wir irgendwann unseren Hybrid los. Da sind immer Miner mit bei. Das heißt also, Queen und King fallen in jedem Fall irgendwie. Gehen wir rein. Also mal wieder ein bisschen Live-Action mit mir. Es kann natürlich auch völlig daneben gehen. Das kennt ihr von mir auch. Es kann natürlich auch wirklich völlig daneben gehen. Das ist immer sehr unterschiedlich, aber wir gehen hier rein. Und können dann hier auch schon unser einen Magier setzen. Ich habe einen Magier dabei. Ja, das ist ein bisschen mau, ich weiß. Aber das ist auch nicht ganz so schlimm. Oder nehmen wir den mal eben in die Pflicht. Der Minenwerfer hat geschossen. Sehr schön, dann kommen wir schon mal ein Compartment weiter. Aber ihr seht selber, es ist ganz schön Beschuss da und meine Queen muss jetzt erstmal ein bisschen ackern. Ihr müsst ein bisschen auf die Zeit achten. 2,27 ist schon ein bisschen eng. Je nachdem, wie groß oder klein die Base ist, die sie hier ist, ja dann doch schon eher so ein bisschen kompakter, so will ich es mal sagen. Und mehr als 4 Defenses sollten allerdings nicht auf eure Queen ballern, sonst wird es wirklich ein bisschen eng. Jetzt kommen dann noch wieder so ein paar Knabberskelette raus. Ich lasse mir den Gift aber noch frei. Die Queen soll mir auf jeden Fall den Adler holen. Dann schicke ich von irgendeiner Flanke den King hier los. Ihr seht, was ich equipped habe. Das ist die Faust und natürlich sein altes Ding da. Den können wir schon mal wegmachen.
Jetzt geht's auf den Adler, okay. Und dann geht die gleich wohl weiter. Ich gehe mal davon aus, sie geht nach da weiter. Und dann schicken wir hier jetzt unseren King mit rein. Das ist ein Multi-Inferno. Das sollte die Queen noch irgendwie schaffen. Und wir gehen hier jetzt schon mal rein. Da ist jetzt der King down. Und jetzt gehen wir hier mit unserem Hybrid etwas schneller gesetzt. Manchmal bin ich ja auch nicht so schnell, aber ich zünd mal die Queen sicherheitshalber. Und muss mal sehen, wann ich dann meinen Warden zünde. Da kommen jetzt nämlich so ein paar böse Skelette, die halten meine Miner ziemlich hart auf. Keine Frage. Da hinten kommen jetzt schon die anderen Hogs. Und wo ich meine anderen beiden hier setze, weiß ich noch gar nicht. Ich glaube, wir müssen hier nochmal frosten. Und einen von denen haben wir noch. Das sollte passen. Der Heilzauber, ja, das sieht ganz gut aus. Also wie gesagt, Leute, Hybrid geht eigentlich immer ganz gut. Je nachdem, ich meine, hier ist es ein bisschen einfacher gewesen, muss ich ganz klar dazu sagen, weil der Gegner keine Clanburg hat. Dann wird es natürlich nochmal einfacher, wenn ihr euch da nicht rum kümmern müsst. Da kann ja immer mal eine Überraschung drin sein, Super Luckys oder was auch immer. Dann habt ihr gleich, von den ganz vielen Erdbeerdingern da einmal in den Topf reingegriffen. Und in den anderen Topf reingegriffen und dann habt ihr unter Umständen Pech, dass euch irgendwelche Lufttruppen dann platt machen. Sei es einfach nur ein Loon, der ganz langsam hinterherfliegt, das reicht aus der Clanburg, aber den haben wir auf jeden Fall mit 100% hier weggematcht. Wir gehen auch gleich rein in den nächsten Angriff, denn auch da habe ich natürlich ein Hybrid. Ich habe natürlich jetzt echt viele Accounts hier, die jetzt den Elber hier letztendlich machen können. Super Mauerbrecher können wir uns gönnen hier bei Uschi. Uschi ist durch. Ihr seht, ich muss nur noch das Rathaus machen, mache mittlerweile Schmiede, aber ich muss noch, denke ich, eine Forschung, glaube ich, hinter mich bringen. Mal sehen, wie ich da weiter vorgehe, weil ich habe den zwei Socken auch noch, auch ein Rathaus 11er, der wird auch Rathaus 12. Also es wird nicht einfacher, sondern die Farmerei geht dann erst richtig los. Ich finde eigentlich, bis Rathaus 11 geht es ganz gut. Das könnt ihr sogar recht easy peasy durchmaxen. Aber wer das natürlich nicht möchte, sollte nicht ganz so hart rushen. Allerdings kann man 11 oder 10 und 11 ganz gut überrushen, aber das Ganze dann erst in 12 und 13 nachholen. Ich kann es euch nicht empfehlen. Okay, gehen wir rein in diese Base hier, die ist schon ein bisschen größer, das seht ihr, die ist schon ein bisschen größer und der Adler steht auch ein bisschen zentrierter. Wir checken wieder die Clanburg und stellen fest, 0 von 35. Der Adler, den kriege ich mit meiner Queen sicherlich nicht, der ist ziemlich weit entfernt. Hier unten könnte ich natürlich alle drei Helden bekommen, das ist echt cool. Dann muss ich mich um die schon mal gar nicht mehr rumschlagen, deswegen gehen wir von hier unten rein, würde ich sagen. Gleiche Armee, nicht gleiche Base. Okay. Gleiche Armee, nicht gleiche Base, alles klar. So, der wird sowieso nichts hier, weil der verreckt natürlich. Also die Dinger da, so 1, 2, ein bisschen Troll-Tesla, können wir wegmachen. Und ja, nicht ganz, okay. Na, dann kriegst halt noch einen drauf, mein Gott. Kriegst halt noch einen drauf. So, jetzt kommen gleich schon mal die ersten Helden. Was ich natürlich noch nicht habe, ich habe noch keinen Headhunter, aber ich habe schon eine Falle gefunden, sehr schön. Die Nado, sehr schick. Und es gibt richtig Feuer hier, aber ein, zwei Helden sind schon mal weg. Gleich fällt schon der dritte Held, sehr schön. Okay, wenn ich jetzt natürlich gleich meinen King setze, habe ich ein kleines Problem. Denn der wird dann wahrscheinlich den Adler auslösen, weil wie gesagt, ich komme bis zur Queen nicht mit dem Adler hin. Und ist es eigentlich egal, von welcher Seite ich reingehe, die sind identisch. Jetzt müsste, vermutlich schießt jetzt gleich der Adler. Ne, er schießt noch nicht, okay. Er schießt noch nicht. Immer noch nicht. Ich kann meine Queen noch ein bisschen laufen lassen. Sehr schick. So, da können wir den schon mal nehmen. Und gehen hier mit unserer Meute rein. Ich nehme jetzt erst die Hogs und dann den Warden da mal hinter. Unsere Queen geht auf jeden Fall den richtigen Weg hier. Auch da haben wir jetzt wieder so ein bisschen die nervigen Nabberskelette. Ich nehme da jetzt schon mal den Gift. Dann ist das da weg an der Stelle. King können wir zünden. Meine Queen wollte eigentlich auch gezündet werden. Das ist natürlich ein bisschen doof, dass die da unten jetzt nicht ganz überlebt. Ah, die überlebt doch ganz knapp. Okay. Ach, das sind meine Heiler, die da nicht überleben. Okay, das ist dann tatsächlich nicht so schlimm. Das macht nichts. Eins, zwei da. Und dann haben wir noch einen Frost. Den setzen wir mal, ich würde sagen, hier an.
Den setzen wir da nochmal an. Und dann haben wir auch hier die 3 Sterne. Also wie gesagt, im Hybridbereich brennt hier bei mir, muss ich ehrlich gesagt sagen, nichts an. Denn gerade Rathaus 11 liegt mir unheimlich gut. Es gibt natürlich auch andere Angriffsstrategien mit Blimp, Drachen, E-Drachen. Okay, E-Drachen, ihr wisst, ich bin überhaupt kein E-Drachen-Spieler, außer es geht so ein bisschen darum, den mal zu benutzen im Farm, im Clanspiel oder im Passspiel. Aber sonst bin ich überhaupt kein E-Drachen-Spieler an der Stelle. Und damit haben wir, oh, ich habe nicht nachgebaut. Okay, 2-mal nachbauen. Dann haben wir jetzt schon mal 9 Sternchen und können eigentlich den nächsten Elfer machen. Ich muss mal gerade gucken, das ist die gleiche Base. Fast die gleiche Base, okay. Nicht ganz die gleiche Base, fast die gleiche. GG Uschi, ja. GG Uschi, dann gehen wir mal eben auf 2 Socken. Ich glaube, 2 Socken müsste der nächste Elfer sein. Auch der ist eigentlich fertig. Oder ein paar Mauern und eine Forschung. Ich muss mal gucken. Auch hier könnten wir uns vorregistrieren. Muss natürlich noch die Clanstadt machen. Solltet ihr auch machen, habe ich euch im Laufe der Woche auch gesagt. Spielt die Clanstadt, Leute. Es lohnt sich gerade für die Überfallmedaillen. Ihr seht, ich habe hier 4000 und ein paar kaputte. Ich nehme mal eigentlich ganz gerne das Dunkle mit und das Glimmerz. Und dann hoffen wir, dass wir wieder so ein paar Sternchen reinbekommen. Ich weiß, ich habe immer viele, viele offen hier, aber ich spende mir auch in der Regel oder sehr, sehr viel selber. Und kann das Ganze aber nochmal ändern. Das Ganze ändert sich nämlich erst in 3 Tagen. Also ein bisschen geht da in jedem Fall noch. Clanspiel kann ich hier auch nicht mitnehmen, müsste ich aber noch ein bisschen machen, weil wir haben erst 3400 Punkte. Weil wir werden ja erst die letzten 2 Tage hier richtig wach. Okay, den letzten Tag werden wir richtig wach. 2 Socken, nur noch das Rathaus, alles andere ist fertig. Und wir müssten aber vermutlich nochmal ein wenig forschen hier. Ich gucke mal, ob ich noch eine Forschung offen habe. Ja, da steht immer noch forschen. Okay, was müssen wir noch machen? Wir müssen noch machen den Golem. Okay, den kann ich gar nicht machen, weil ich gar nicht genug habe. Okay, das ist suboptimal. 77, jetzt haben wir genug. Jetzt haben wir genug. Und dann machen wir den, stoßen wir den an. Das ist das Letzte, was ich hier machen muss. Könnte ich eigentlich schon das Rathaus laufen lassen, oder? Was meint ihr? Gerade beim 2 Socken hier. Der war ja auf jeden Fall viel, viel weiter vor Uschi. Und dunkle Runen, Hammer haben wir. Ja, ich habe keinen Helden. Okay, den muss ich mir erstmal noch besorgen, würde ich sagen. Oh, 2,5. Oh, okay. Hätte ich mir auch schon mal eine Szenerie leisten können, wa? 2,5, da hätte ich mir auch schon mal eine Szenerie leisten können. Oder hier so einen Helden. Ärgerlich, habe ich nicht gesehen. Habe ich wahrscheinlich schon die ganzen Wochen jetzt immer irgendwas verpennt. Aber dann würde ich sagen, stößen wir hier das Rathaus an. Wie viele Tage läuft es? 4 Tage, 6 Stunden. Ich weiß, viele würden jetzt sagen, nein, Thorsten, mach das nicht. Mach das erst, wenn die Liga da ist. Die Liga ist ja in ein paar Tagen da. Wir haben jetzt heute den 26. sehe ich gerade. Und die Liga ist ja in 1, 2, 3, 4 Tagen fängt die Liga an. 4 Tage, 6 Stunden. Passt doch. Passt doch, wunderbar. Okay, auch ich sollte hier einen Hybrid haben. Okay, der ist noch mit dem komischen Superdrachen. Das kommt noch aus dem Event. Hier fehlen mir auch keine Truppen. Dann nehmen wir auch hier, würde ich sagen, ganz easy peasy, genau diese, immer die gleiche Kombination, weil das ist das Coole. Es ändert sich nie was und ich greife halt mit genau damit sehr, sehr häufig an. Also nicht nur im Rathaus 11 Bereich, sondern auch 12, 13, vermutlich auch 14. Mit dem 16er habe ich die auch immer am Start. Ein Hybrid ist auch auf Rathaus 16 noch unheimlich stark und schick. Hier könnten wir an den Adler kommen. Allerdings werden meine Heiler mal weggepustet. Mal sehen, wie lange. Weil nur der Adler ist da. Ich gehe mal. Oh, ich habe jetzt gar nicht die Klarburg gecheckt, Leute. Ich hoffe, das ist jetzt nicht ganz so schlimm. Lass mal hier mal eben Mauerbrecher reinlaufen. Ein, zwei Lungs da. Ein Magier da. So, da ist schon mal der King weg. Das ist sehr schön. Ja, manchmal muss man einfach nur ein bisschen schneller sein. Beim Truppensetzen aber 42er King, der ist jetzt auch. Das ist auch wie Chicken Nuggets hier. Es geht weg wie nix. Und allerdings würde ich ganz gerne. Ah nein, nicht da. Ich wollte die setzen. Magier, dass meine Queen Richtung Adler weitergeht. Das tut sie aber in jedem Fall, denke ich mal. Ja, dann haben wir den gleich schon mal weg. Okay, wir lassen noch ein bisschen laufen. 2,20, so bei 2 Minuten solltet ihr auf jeden Fall, denke ich mal, mit dem Hybrid starten. Je nachdem, ob man dann den Adler weg hat oder noch andere Key Defense, wie ein Scattershot oder was auch immer, je nach Rathausstufe. Jetzt kommt es ganz drauf an. Ist eigentlich egal, ob ich von da komme, also von 3 Uhr oder von 9 Uhr. Es ist alles seitenverkehrt oder wie man das nennt. Identisch diagonal. Gleich. So, nehmen wir meine Queen hier noch mal ein bisschen in Wut, weil da kommt jetzt gleich die gegnerische Queen.
Und dann können die da unten erstmal laufen. Die gegnerische Queen ist jetzt auch down. Mal sehen, wo meine Prinzessin geht. Hier schicke ich aber jetzt schon mal meine Miner rein, denn dann kann der King doch noch einen etwas anderen Weg gehen. Außerdem ist der King gerade im Fokus von dem Inferno gewesen. Jetzt geht er auch einen anderen Weg. Das ist sehr schön. Ich mache ihn mal eben ein bisschen größer und stärker. Den Kollegen. Oh, Riesenbombe, Riesenbombe. So, pass mal auf. Ich mache die mal fixer, weil ich brauche den Wut nicht mehr für die Queen. Damit das hier in der Mitte alles ein bisschen fixer geht. Aber es sieht noch ganz nett aus. Wir haben noch einen Heilzauber. Nein, nicht meine Queen. Mein Lieber, nicht meine Queen. Nicht meine Queen. Erstmal nicht meine Queen. So muss ich es eigentlich sagen. So, hier können wir so einsetzen. Da unten können wir das leider nicht setzen. Hier nehmen wir den mit rein. Und wir haben keine nervigen Skelette mehr. Die sind vermutlich alle schon weg. Aber auch den hier haben wir ganz, ganz locker gepackt, würde ich sagen, oder? Na, noch ein Gift auf den Inferno-Turm. Nützt nur nichts. Du kannst halt keine Gebäude giften. Was auch ein bisschen uncool ist, muss ich sagen. Was auch ein bisschen uncool ist. Und ja, aber ich denke mal, das sieht noch ganz gut aus. Das ist auch gewesen. Ich meine, drei Angriffe mehr kriege ich sowieso nicht in so eine Folge rein. Mit nicht ganz so viel Lava. Achso, ja, okay, der konnte nicht ausgebildet werden. Das stimmt, den Raketenloon hatten wir nur aus dem Event. Aber ich müsste ja eigentlich auch irgendwo einen Hybrid haben, oder? Ach, ich habe keinen Hybrid. Okay, dann müssen wir eben mal nachbauen. 1, 2, 3, ich habe auch keine Supermauerbrecher mehr. Ich kann es mir auch gar nicht mehr leisten. Oder kann ich mir noch welche leisten? Supermauerbrecher mit der Flasche. Ja, geht noch. Okay. Dann 1, 2, 3. Ich will gerade wieder ein bisschen leiser. Sorry, Leute. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Dann haben wir bei Magier. Ich meine, okay, man sollte eigentlich mehr Magier mitnehmen, aber ich nehme gerne halt richtig krassen Hybrid mit. 8, 9. Und dann haben wir noch entweder drei davon oder wir nehmen einen Minion und ein hiervon. 1, 2, 3, 1, 2, 1. Gift lasse ich mir mal spenden. Also so kann man es machen. Hybrid ist auf jeden Fall in aller Munde. Noch kurzer Blick auf die nächste Base. Hier ist ein 12er. Die könnte ich mit meinem 11er jetzt auch angehen. Aber die ist schon ein bisschen schwerer. Aber vom Design her recht ähnlich wie die 11er. Die sollte ich auf jeden Fall mit meinem 12er und mit meinem 13er schaffen. 12er habe ich hier am Start. Leila wäre auch gleich die nächste 12erin. Chefkoch wäre dann der nächste 12er. Und da oben Toto und Schiefbarfuß meine Rushed 13er. Ich denke, wir werden diesen Clankrieg, hoffe ich mal, gewinnen. Werdet ihr dann von mir mitbekommen in den Livestreams, vermutlich am Wochenende. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst mir einfach einen Daumen nach oben da, abonnieren nicht vergessen und am Kanal dranbleiben. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Bis dahin, ciao, ciao, euer Toto. Slash.